Jetzt hallo miteinander. Heute hätte ich schon einen tollen Witz auf mein Handy gekriegt. Und zwar geht es um einen kleinen Kerle, der wissen will, wo er eigentlich herkommt, wo er abstammt. Gerade zu seinem Vater und sagt: Du Papa, wo kommen wir eigentlich her, mit Menschen? Woher stammen wir ab? Dann erzählt der Vater die Geschichte mit Adam und Eva und sagt: Adam und Eva, die haben Kinder gekriegt, die sind dann erwachsen worden, wieder Kinder gekriegt. Und so hat sich das vermehrt und vermehrt und letztendlich stammen wir da davon ab. Der Kerl ist erst zufrieden und denkt: Ah, okay, logisch. Überlegt und denkt, jetzt frage ich mal, was Mama da dazu meint. Und Gott zur Mama und sagt: Du Mama, woher stammen wir eigentlich ab? Woher kommt die ganze Menschheit? Woher kommen wir alle? Da sagt Mama: Ja, weißt du, früher, Affen und wir hatten gemeinsame Vorfahren gehabt. Ein Teil ist auf der Baum geblieben, ein Teil ist auf der Baum runtergeklettert. Und aus denen, die vom Baum runtergeklettert sind, daraus haben wir uns entwickelt. Das sind wir jetzt. Da denkt der kleine Kerl: Jetzt weiß ich auch, der Vater, der mir Scheiß erzählt oder was? Gar zu Papa und sagt: Du Papa, Mama hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt, wo wir herkommen. Dann sagt der Vater: Ja, wieso, was hat sie denn erzählt? Mama hat mir erzählt, wir werden von der Affe abstammen. Dann sagt der Vater: Da hat sie auch recht, für ihren Deuter Familie gilt es auch.